Hallo und herzlich willkommen zum Tipp dieser Woche. Es geht um den Zusammenhang zwischen Freiheit und Verbundenheit. Denn dieser Zusammenhang wird aus meiner Seminar- und Coaching-Erfahrung kaum jemals gesehen. Bevor ich Ihnen das allerdings erkläre, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie unter diesem Video einen Link finden, wo Sie den Newsletter abonnieren können, sodass Sie weitere Tipps der Woche kostenlos erhalten. Ja, wie sieht der aus, der Zusammenhang zwischen Freiheit und Verbundenheit? Denn wir haben heutzutage sehr, sehr viele Singles. Wir haben heutzutage sehr viele einsame Wölfe, sowohl Männer als auch Frauen. Und ich denke, das muss nicht sein. Aber was wir uns nicht bewusst machen, ist, dass die Verbundenheit wichtiger ist als Freiheit, obwohl beide miteinander verschränkt sind und Hand in Hand gehen. Was meine ich damit? Wir kennen wahrscheinlich fast alle dieses grausame Sozialexperiment, wo der König herausfinden wollte, wie sieht die Ursprache des Menschen aus? Und er hat zahlreiche Neugeborene von Ammen nur mit dem Nötigsten versorgen lassen. Das heißt, die wurden zwar gesäugt und gewickelt, aber sie haben ansonsten keine wirkliche Nähe erfahren, sie haben keine körperliche Zuwendung erhalten und vor allem, man hat nicht mit ihnen gesprochen, denn der König wollte herausfinden, was ist die Ursprache. Er hat sich vorgestellt, das wird sicher so etwas wie Griechisch oder Lateinisch oder Hebräisch oder sonst irgendwas Erlauchtes sein. Ja, wie Sie vielleicht auch wissen, die Kinder sind allesamt gestorben. Worauf will ich hinaus? Es gibt sehr viele Menschen, die sind bereit, für die Freiheit zu sterben, in der ganzen Menschheitsgeschichte. Aber wie viele Menschen waren so intelligent, wirklich für die Verbundenheit zu sterben? Jetzt mein Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Kind auf dem Spielplatz. Das Kind wird sich nur dann von Vater oder Mutter entfernen und spielen gehen, wenn es das Gefühl hat, meine Eltern oder eine von beiden sind da. Wenn das Kind das Gefühl hat, wenn ich jetzt weggehe, möglicherweise sind Vater und Mutter nachher weg, dann wird das Kind nichts von seiner Freiheit haben wollen. Dem Kind ist immer erstmal die Verbundenheit wichtig. Nehmen wir ein weiteres Beispiel, das zeigt, dass Verbundenheit für Freiheit sorgt. Und zwar, wenn ich von Verbundenheit spreche, dann meine ich doppelte Verbundenheit. Einerseits, dass jeder von uns mit sich selbst verbunden ist, als auch mit seiner Umgebung, mit anderen Menschen, aber natürlich auch mit allem, was da kreucht und fleucht, sogar mit der Luft, mit dem Raum, dem ganzen Universum. Hier kommt ein weiteres Beispiel. Letztens hatte ich eine Seminarteilnehmerin, die habe ich, nachdem sie nur kurz angefangen hatte zu sprechen, unterbrochen und gestoppt, weil ich gemerkt habe, dass sie kaum geatmet hat und sich selbst nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich mit sich selbst zu verbinden. Sie hatte das Gefühl, wahrscheinlich ist ja niemand an dem wirklich interessiert, was ich zu sagen habe. Und jetzt kommt der Clou. Ich habe diese Teilnehmerin gebeten, einfach die Augen zu schließen und sich mit sich selbst zu verbinden und erst einmal zu fühlen, was will ich eigentlich wirklich sagen. Der Effekt war dann, je mehr diese Frau mit sich selbst verbunden war, desto aufmerksamer wurden auch alle anderen. Desto mehr hatten alle anderen auch das Gefühl, wirklich gemeint zu sein. Das heißt, die Verbundenheit mit sich selbst hatte zur Folge, dass auch die Zuhörer sich verbunden gefühlt haben. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, was in Präsentationstrainings häufig empfohlen wird, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was ich hier versuche zu lernen. Nämlich wird zum Beispiel unterrichtet, man soll beim Singen, genau das Gleiche, man soll das Publikum gar nicht direkt ansehen, sondern man soll, damit es einen nicht ablenkt, über die Köpfe hinweg sehen. Oder es wird empfohlen, von der Bühne herab ein M über den Zuschauerkreis, der dann sehr groß ist, mit diesem M, über den Zuschauerkreis mit den Augen zu zeichnen, damit sich die Leute gemeint fühlen, aber trotzdem, man soll niemanden so richtig persönlich angucken. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass diese Menschen auf der Bühne, dass sie Auftrittsangst haben, weil sie nicht
sich verbunden fühlen mit dem Publikum. Mit anderen Worten, sie fühlen sich unfrei auf der Bühne bei allem, was sie tun und reden, weil es nicht einen wirklichen Kontakt gibt. Dieser Kontakt sorgt für Freiheit. Und das ist hier mein Credo. Die Verbundenheit, die sorgt dafür, dass wir mehr Freiheit bekommen. Ich will Ihnen noch ein Beispiel nennen. Ich hatte wiederum in einem Seminar einen Seminarteilnehmer, der von sich gesagt hat, ich fühle mich Frauen gegenüber gehemmt. Aber gleichzeitig hatte er diese Idee von freier Liebe in seinem Kopf. Er hatte diese Idee im Kopf, dass er seinen Don Juan, den Casanova in sich, erstmal ausleben muss. Und dass ihm das helfen wird, seine Hemmungen zu überwinden. Und was ich jetzt immer empfehle, und das können Sie auch tun, ist, Sie können sich selbst klonen, duplizieren und dann in Ihrer geistigen Vorstellung zweimal ins Rennen schicken. Das heißt, ich klone mich selbst, ich habe dann Mark 1 und Mark 2 oder Mark A und Mark B. Das heißt, ich überlege mir einmal, wie sehr werde ich in der Lage sein, als Mark 1 meine Hemmung zu überwinden, wenn ich sage, ich mache jetzt einen auf freie Liebe und Casanova und so weiter. Und wie sehr werde ich Mark 2 in der Lage sein, meine Hemmung zu überwinden, wenn ich in einer festen Partnerschaft bin. Und genau das Gleiche habe ich auch diesen Seminarteilnehmer gefragt. Ich habe ihn gefragt, wann wird es dir wohl tatsächlich leichter fallen, diese Hemmung zu überwinden? Wenn du unverbunden bist und One-Night-Stands hast oder wenn du wirklich eine Person hast, von der du weißt, wir lieben einander. Und plötzlich hat es Klick bei ihm gemacht und er hat verstanden, wow, in dieser Verbundenheit mit meiner Partnerin fühle ich mich mehr sicher und geborgen. Und in dieser Sicherheit und Geborgenheit ist es viel leichter für mich, meine Hemmungen abzulegen. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann viel eher tun, was ich will. Das heißt, auch hier war plötzlich das Klick da. Wenn die Verbundenheit da ist, dann hat diese Verbundenheit die Freiheit im Schlepptau, ganz automatisch. Und deswegen, ich weiß, wir sind heutzutage alle auf dem Individualitätstrip, wir sind alle der Meinung, wir brauchen mehr Freiheit, 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 Freiheit. Aber sich auch einmal zu überlegen, wie komme ich zu mehr Verbundenheit, wenn ich mich denn nach mehr Freiheit sehne? Natürlich, immer wenn wir mehr Verbundenheit haben, ist es häufig automatisch der nächste Schritt, dass wir sagen, okay, jetzt möchte ich auch mehr Freiheit. Genau wie das Kind auf dem Spielplatz. Das heißt, diese Welt ist auch für uns Erwachsene wie ein Spielplatz und wir wollen uns darauf bewegen und wir wollen etwas erleben und wir wollen inspiriert und motiviert sein. Und wie gesagt, überlegen Sie sich einmal, wie komme ich zu mehr Verbundenheit mit mir selbst? Das kann durch Meditation sein, das kann durch Teamerfahrungen sein, das kann durch Naturerlebnisse sein, alle möglichen Dinge, die Ihnen dabei helfen, mehr Verbundenheit mit sich selbst aufzubauen und damit auch mehr Verbundenheit mit anderen zu erleben. Umgekehrt kann es auch so sein, wenn Sie mehr Verbundenheit mit anderen erleben und die Ihnen bestimmte Teile von Ihnen widerspiegeln oder die in Resonanz gehen oder positive Reaktionen haben und überhaupt Reaktionen auf Sie, dass Sie dadurch mehr Verbundenheit mit sich selbst erreichen. Das ist ein Wechselspiel. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren und beim Selbststudium, denn das ist für mich das Wichtigste, dass jeder Einzelne von uns sich besser kennenlernt.